So, Title Defense. Wo haben wir Exploder? Das machen wir nochmal schnell. Title Defense. Und zwar. Match 2 ist das. Mal gucken, warte mal. Okay. Gut, 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 gut. Moment, Moment, Moment. Ach, kann man theoretisch auch Unifications damit machen? Das würde mich interessieren. Aber egal. Ich setze das Match hier an, damit es in dieser Episode, damit wir in der nächsten Episode direkt loslegen können. Ihr könnt auch jetzt schon abschalten, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr treue Fans seid, auch nicht. also, Match 2. Die Codes sind die gleichen, jawohl. So, also. Und es soll um die Cruiserweight Championship gehen. 06. 06, jawohl. Das heißt, ich lade einmal neu. Mal gucken, ob es funktioniert hat. Manchmal, bei manchen Codes muss man auch das Spiel neu starten, aber ich glaube, bei denen braucht man das nicht. Braucht man das nicht. Was sagt er? Hat nicht wirklich funktioniert, wa? Ach, warte mal. Ach so? Lol. Tatsächlich, geht um zwei Championship jetzt. Wie geil ist das denn? Nee, aber ich will noch. Moment. Moment. Bester Akt. Nein. So doch nicht. Ja, wer wird denn Cruiserweight Champion? Werden dann beide Cruiserweight Champion oder was? Nee, da muss ich doch mal gucken. Pre-Match Codes. Hätte gern Singles Match. Nein, Quatsch. Battle Royale oder sowas. Komm, machen. Ja, pass auf. Wir machen Battle Royale. Heißt doch. Ja, heißt doch so, ne? Always on. Und dann stelle ich die Leute manuell ein. Ah, fick gut. Aber würde mich interessieren, was denn passieren würde. Würde mich interessieren, auf jeden Fall. Always on Match Rules. So, also. Wie gesagt, sehr interessant. Ihr könnt jetzt schon wegschalten, wenn ihr wollt. Match wird es heute nicht mehr geben in dieser Episode. Ist ein bisschen doof, dass ihr alles nicht sehen könnt. Battle Royale, warte mal, Anywhere Falls wäre ganz cool. Oder wir können Elimination Chamber machen. Unsichtbare wäre auch cool. Ladder Match. Overhead In-Ring Kamera. Was ist das denn? Bestimmte Kamera denn? Ich würde gerne Battle Royale machen. Hier, Battle Royale. Cool. Dann machen wir das. Würde mich interessieren, was. Ja, also. Es soll ja nicht um die WWE Tag Titles gehen. Wie kann ich das denn ausmachen? Weiß ich nicht. Dann lasse ich das einfach so. So, jetzt will ich ja mal gucken. Mal safe. Neu laden. Seid live dabei, wie ich cheate. Ist das nicht schön? Und dann gucke ich mir die Contenders-Liste an. Wer nur alles das Match soll. Und dann packt die rein. Wie werdet? So, mal gucken. Da steht jetzt Tag-Match. Ist aber okay. So, das ist jetzt doch egal. Ich spiele jetzt einfach mal und guck, ob es jetzt eine Battle Royale ist. Na komm. Ist es jetzt eine Battle Royale? Sieht ganz anders aus, wa? Also, TLC ist auch noch an jetzt. Warte mal, ich weiß noch nicht ganz. Ein bisschen gelogen, dass es kein Match geben wird, ne? Ist es jetzt. Kann ich denn Chavo Pin theoretisch? Das muss ich ausprobieren. Ne, der greift uns nicht an. Hat noch nicht funktioniert. Muss ich wahrscheinlich. Warte mal, muss ich Tag Team ausmachen wahrscheinlich?
Always never, warte mal, never on. So heißen die Codes. Never on, never on, never on. Gibt's da was Schönes? Tag, Tag, Elimination Tag. Huh. Hmm. Tag. Always Elimination Tag. Oh Mann! Mike denn da jetzt draus? Mike da draus. Ach, wahrscheinlich kriegt der, wird der, der Cruiserweight Champion, der pinnt oder was? Ja, Leute. Wie kann ich denn Dings ausmachen? Ich, warte mal, was wollte ich gerade nachgucken? Always. Oder Type? Stipulation? Always on. So. Was hatte ich angemacht? Battle Royale hatte ich angemacht, ne? Ich probiere einfach mal Elimination Chamber. Elimination Chamber. So, das war ja die richtigen Codes, die habe ich hier, gut. Das heißt, Elimination Chamber Visible. Und dann müsste ich noch... Weiß ich nicht. Hm. Mal gucken, wahrscheinlich ist dann einfach bloß der Ring an. Ist aber doof. Oder ist einfach bloß der Ring dazu? Ja, gute Frage, ne? Bin gespannt, wie viele so lange noch zugucken. Bei Fanzock gibt es Cheatcodes. So, also Chamber ist jetzt an. Bloß das Ding ist, kann jetzt nicht wirklich gucken, ne? Tame myself every time. Tame myself. Mal gucken, wie das aussieht. Mal gucken. Wie kann ich den Tag ausschalten? Oder Fatal 4-Way draus machen oder sonst was? Hm. So, geht los hier. Kann ich switchen zwischendurch? Ich will nicht zu viert. Ich will zu sechst. Kann ich denn nicht... Ich kann Spieler hinzufügen, aber dann sind die nachher nicht auf... Dann sind die auf meiner Seite und das ist doof. Ach, Mann. Fatal 4-Way. Royal. Für Battle Royal. Royal Rumble on oder off. Das war gut. Royal Rumble on oder off. Rules. Wisst ihr was? Machen wir zwei Matches draus. Wie wär's damit? Aber die Kacke ist, beim ersten geht's um die was? Irgendeine andere Championship, ne? Ja, dann machen wir das so. Machen wir das so, Leute. Machen wir es doch nicht so schwer. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Also, das erste Match auf der Card. Dann geht es eventuell auch noch um die andere Championship, aber soll mir egal sein. Dann gebe ich den danach. Championship kann ich ja dem mehr zuweisen, dem vorher war. War wahrscheinlich in der Intercontinental Championship. So, also, das heißt, das erste Match... Es geht um die Cruiserweight Championship. So. Alles klar. Und da muss ich noch irgendwie gucken, dass ich daraus Elimination mache. Ansonsten mache ich Elimination Chamber. Also so weit, so gut. So, dann muss ich noch die 6 Kontrahenten reinpacken. Ich
So ganz oben will ich stehen. So. Ganz oben will ich stehen. Das heißt, oben links ist Player One, das bin ich. Und oben links ist Eddie Guerrero. So. Eddie, wo bist du? Eddie Guerrero, da haben wir ihn. Vielleicht hätte ich doch anmachen sollen, wie man Dings sieht. Ich glaube, es ist der falsche Code, kann das sein? Ja, war ich falsch. Der falsche Code. Ich finde extra lange Episode. Freue ich mich, das richtig zu rendern tun und hochzuladen. Mein Gott. Aber ich ziehe das durch jetzt. Ich zeige euch, dass ich das hinkriege. So. Und jetzt will ich. Jetzt bin ich dabei. Als zweites muss natürlich. Erstmal muss ich gucken, wer Champion ist. Und wer in der Continental Champion ist. Oder was geht denn daher? Samoa Joe. Ja, ich glaube, Samoa Joe war es dann. Cruiserweight Champion, Tajiri, also, alles klar. Also. Der nächste ist dann. Player ist. Tajiri. Mein Gott. Tajiri. Glaub ich mal einfach dem nächsten Champ raus oder so. Ich krieg das hin. Anstrengend, ey. Puh. Ist halt anstrengend. So, ich weiß jetzt nicht, ob wenn ich den jetzt da reinpacke, ob der dann sofort Dings ist. PC, also Computer gesteuert. Deswegen mache ich das nochmal extra. Human CPU Control. Du sollst von der CPU kontrolliert werden. Na. Karim, war sein nicht. Kopie. Base 01. So, Contender List. Wen haben wir denn da? Chavo. Charlie Haas, okay. Na, guck mal, Chavo. Chavo hat ja nachher danach noch ein Match mit uns. Deswegen machen wir Charlie Haas, Rey Mysterio. Ich meine, Rey Mysterio auch, aber die packen wir in alle rein. Soll ja kein Problem sein. Gut. Boah. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das mal wirklich zeigen soll bis hier. Oder meint ihr das als Extra-Episode? Ich weiß es nicht. Also als Zusatz-Episode. Mal gucken, wie ich das machen werde. Aber ich nehme es auf. So, der dritte ist dann. Dritte hier. Also, das soll wieder 01 sein. Und der dritte im Bunde ist dann Charlie Haas. Team Engel-Attire könnte ich ihm geben. Könnt ihr euch woanders angucken. So. Als nächstes haben wir 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir ihn hier. So. CPU-Control. Der nächste ist Ray. Mysterio. Der hat nur ein Attire. Nur ein einziges Attire, der Arme. Als nächstes. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Kommt Landstorm. 1, 2, 3, 4. Landstorm! Du bist dran, ich will dich. Your bum from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn. Wer hat gesagt? Landstorm, ne? Aber eigentlich war Hurricane vorher noch dran, ne? Dann kommt der als letztes. Wie auch immer. Und der letzte im Bunde, Hurricane. So, ich glaube, ich mache das als extra Episode oder so. Ich weiß noch nicht, wie das titeln soll. Null 01 und Hurricane, bitte. Haben wir das an. Jetzt muss ich noch das Match festlegen. Always on. Mit Elimination anmachen. Also,
Battle Royale, always on. Heißt. Oder was? Heißt Battle Royale denn wirklich jeder gegen sich antritt? Ich probier's einfach mal. Mal gucken. Die Tests kommen. So. Convert. Sieht alles gut aus. F3. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Mal sehen, ob das klappt. So, was sagt er? Es geht um die Cruiserweight Championship. Aber die Leute wurden noch nicht ausgetauscht. Aber ich glaube, das muss so. Bin mir nicht ganz sicher. Oder warte mal, habe ich jetzt etwa... Upper Left. Nee, ist richtig. Müsste richtig sein. Mal gucken. Geht auch nur um die Cruiserweight Championship jetzt. So, mal gucken. Bin gespannt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ob ich jetzt Eddie spiele oder nicht. Die Anzeigen stimmen ja nicht immer. Black Screen. Mensch. TLB Miss. Joa. Joa. F3. Dann mal weiter gucken. Liegt es eventuell nur am Battle Royale Code? Mal gucken. Neuladen. And Jesus Christ! If you tore my heart out! Jo. Left alone. So, sind die Kollegen jetzt am Start? Nah. Watch. Haben wir immer noch Black Screen. Ich bin gespannt. Na. Erneut Black Screen. Interessant. Folgendes. Folgendes, ich probiere einfach mal. Und die Codes sind jetzt schon wieder. Dass ich alle zusätzlichen Modifiers wegmache. Das heißt, dass ich, also die meisten. Einfach mal gucken, ob ich wenigstens das Match so kann. Das wäre ganz gut. Ja, und Rapper 1, 2, 3. So, das müsste der Code für Ray sein. Hätte ich mir vielleicht dazu schreiben sollen. Schräg, 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 schräg. Das müsste der Code, ja, Cruiserweight Title. Das heißt, dass ich spiele und dass das Ding ist, alles klar. Convert. Und F3. Startprogramm. Yeah, mittlerweile schon wieder 2 Uhren Nachtsee. Goddammit, ey, goddammit. Ey, da sind die Ränge frei, ich wundere mich warum. Show me that it works. Show me that it works. So. Also da kann, eigentlich kann da jetzt nichts mehr sein, was jetzt rumbackt. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Nö, hat funktioniert. Aber ich spiele Eddie nicht. Das wundert mich wenig. Gut. Das hat funktioniert. Liegt es eventuell daran, dass ich 6 Leute dazu gepackt habe? Ich weiß noch, da hatte ich andere Codes dafür. Das probiere ich gleich mal. Moment. Also die letzten. Okay, warte. Wartet, wartet. Also Ray kommt dazu. 1, 2, 3, 4. Wenn es so viel sind, soll es klappen. Danach gucke ich, ob Battle Royale klappt. Boah. Ja, wir kennen den Mist.
weiß nicht genau, ob Safe State an anderer Stelle auch funktionieren würde, von daher lasse ich es trotzdem jetzt bei dieser Möglichkeit. Watch. Ach ne, ich muss noch Dings einstellen. Aber das mache ich gleich noch. Ja. So, die vier Leute müssten jetzt im Ring sein, hoffentlich. Das hat geklappt, jawohl. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Gut. Ich weiß warum. Ich weiß warum. So, erstmal will ich mich natürlich selber spielen. Das heißt, Human or CPU Control, das wird Human Control. 00. Und habe ich doch eigentlich, oder nicht? Nein, Quatsch. Falscher Code. Hier, Human. Und dann muss ich noch... Wer waren das? Hurricane und Landstorm, ne? Hurricane und Landstorm, Hurricane und Landstorm. Schreib mir auf. Hurry und Lance. So. Battle Royale mache ich auch gleich schon mal aus. Und dann war es der andere. Dann war es Season Play As. Ich dachte, zwei verschiedene Varianten. Mit dem Kurs. Ich dachte, der würde auch gehen. So. Also. Das erste. Müsste Player 5, jawohl, müssen die beiden hier sein. So, also. Hurry. Hurry. So. Hurricane. Und Player 6 machen wir Landstorm. Landstorm. So, dann muss ich den beiden noch sagen, dass die von PCs gesteuert werden. Das habe ich ja sogar schon eingestellt, oder? Ja, müsste eigentlich. Player, hier, die Codes. Ist ein bisschen doof, dass ich euch das nicht zeigen kann. Wäre vielleicht interessant für einige. Also ich kann es euch zeigen, aber ich habe bloß keine Lust. F3. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste alles klappen, meiner Meinung nach. Jetzt müsste alles klappen. You and me. Im Battle Royale müsste an sein. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich glaube, ich mache da noch Force Count Anyway an und so weiter alles. So, watch. Cruiserweight Championship Match. So soll es sein. Na, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und nichts anderes. Sieht gut aus. Aber ich steuere mich nicht. Ist schön langsam so, ne? Schön langsam. Greift einer ein? Ja, Mist. Aber wieso ist denn so langsam? Aber doch nicht 35 FPS. Battle Royale, Was machen wir denn daraus? Battle Royale ist an. Captain Force fürs Blood. Ring out, Rope Break, Ja. Aber ich will doch nicht spielen. Was machen wir das? Hier nochmal. Anderen Player. Nämlich die anderen Cheatcode für mich selber. So. Eddie ist Nummer 38. So. Das sollte jetzt klappen. Bloß das mit der Battle Royale muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Erstmal gucken, ob es wirklich klappt. Na, doof, wenn nicht. Also, ich glaube, ich mache das eindeutig in einer extra Episode. Als Special. So.
Matchcard. Ich glaube, das müssen wir auch da stehen. Jetzt steht Eddie da, jawohl. Ach, jetzt muss ich sogar spielen. Auch schön. So gehört sich das, ne? So gehört sich das. Ja, Kontext nicht. Da habe ich auf die Regeln nicht geachtet. Nein, tatsächlich. Wird immer noch vom PC gespielt. Ist so nicht euer Ernst, oder was? Den Controller assignen, oder wie? Also, Upper Left Player, das bin ich. So. Der Gute soll bitte von mir gesteuert werden. Human 00. Hoffentlich komme ich hier nicht durcheinander mit den Codes. Ich glaube, das habe ich. Bin ich gerade. Mhm. So, und Player 1 wäre ich gerne. Ne? Player 1. Oder Controller 1. Test! Play. 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 Whoa. Geht immer noch. Was? Wie bitte? Was soll denn? Ich hab wieder auf die Regel nicht geguckt. Was machen wir denn da? Probieren nochmal Player 5 wegzumachen. Und Battle Royale wegzumachen. Convert Save F3. Ich weiß es nicht. Kann doch nicht sein. Diese Cheatcodes sind manchmal ganz schön verwirrend. Sind auch bis 6, dass ich sie mal zeige. Oder Zeichen oder Ziffern. Ich höre aus, ich glaube, finden wir an. Ey, ich habe wieder nicht Audio aufgeguckt. Ja, ja, 2 Uhr morgens, 4:30 sogar. Schon schwer, sich zu konzentrieren. Ich will mich jetzt spielen, bitte. Ey, kann nicht wahr sein. Joa, ne? Controller 1. Habe ich. Kurz sogar. Zweimal? Nein. Steht das nicht ganz? Steht das nicht? Mal alle Codes wegzumachen, außer dass ich mit Eddie spiele, ob ich dann mit ihm spiele. Mal zu deaktivieren die Codes, muss ich immer Slash vorschreiben. Oder geht's wegen, oder sind wegen der Cruiserweight Championship? Ich weiß es nicht. F3. Drei. Goodbye, Mike. Oder muss ich mir als Spieler 5 hinzufügen? Das kann auch sein. Damit hätte ich auch kein Problem. Das wäre mir auch egal. Und beim letzten Mal hatte ich mir als Spieler 5 hinzugefügt, der gar nicht dabei war eigentlich. Okay. I love you. Pissing down on you. Oh. Jetzt spiele ich mich, alles klar. Aber das will ich ja trotzdem nicht. Das heißt, ich tausche. Player 5. Player 6 mit Player 1. So, alles wieder an hier.
So. Player 6 soll Eddie sein. Und Eddie war... Erstmal gucken, warte mal, erstmal gucken. Lance Storm. Also Lance Storm. Hier 12. Und Lance Storm soll bitte von einem PC gesteuert werden. Die ganze Arbeit für ein verficktes Match schon, ne? Erzähl halt mal ein. CPU ist 01. Okay, nicht 00. Und jetzt hier die 38. Und Player 6 ist bottom right. Ne, ist sein Controller. Sei Controller, wir sind Controller 1. Convert, save, F3, bitte, jetzt muss es doch funktionieren langsam. Ach, Battle Royale wollte ich nur anmachen, so ein Scheiß. Machen wir das auch noch schnell. Jetzt aber! Gott, 30 Minuten an dem Scheiß, ey. Na komm. Nimm einfach an. Sollte gehen. Komm schon. Wo bin ich? Zweimal ein Storm. Trotzdem spiele ich nicht. Ich verstehe das nicht. Wir machen Fatal 4-Way Match draus. Ich probiere ein Fatal 4-Way Match draus zu machen. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, wer das dabei war. Also nochmal ganz von vorne. Und zwar mit den Codes, die auch funktionieren. Okay. Charlie Ray und Hurricane. Also, Season Players. Player in the first player, genau. Die ersten vier Spieler. Ah. Na komm, ich probiere es mal mit den Vieren. Erstmal mit den Vieren, ne? Ist ja klar. Die 1 möchte ich bitte sein. Müsste 38 sein, liege ich richtig. Ja. Falsch. Dann muss natürlich der Jiri rein. Du Jiri! 1-10. Dann, als nächstes kommt Charlie Haas. Haas. Das ist 4A. Wie klasse. Und Mysterio. Mysterio. So. Jetzt muss ich aber noch sagen, dass alle drei, also alle anderen PC-Spieler sind. Nur nicht von mir. So. Weil sonst werden die automatisch als Player 2 eingeordnet. Ich habe ja keinen zweiten Spieler. So. Human. Gleich habe ich's. Und ich glaube, ich gehe nochmal sicher, dass es 0-1 war. Don't you know?
Rückkehr. Achso. Ich bin wieder fertig mit den Nerven. Langsam halt ihr mal aus hier. F3, jetzt muss es doch klappen. So, mach hinne! Mach hinne. So, badam, badam, badam. Jawohl. Play. Give up is on, ja, ist mir egal. Battle Royale habe ich auch noch nicht an. Ich will erstmal gucken, dass ich mich selber spiele. Das wäre top. Wäre top. Top, top, top. Jawohl! Dann kann ich die anderen Hoshis auch noch hinzufügen. Das mache ich am Ende. Jetzt will ich, dass es eine Battle Royale wird. Mal sehen, ob es klappt. Battle Royale. Also, Battle Royale, das im Prinzip vom Elimination Chamber. Ist ja klar. Yo, play. Ja, ist okay. In the stand. Descent. To keep me. So, einmal Pin-Versuch. Bricht er ab? Weiß ich nicht, ob er abbrechen wollte. Bin mir nicht ganz sicher, ob er abbrechen wollte. Also keine Ahnung. Elimination. So. Ich möchte Pins zeigen oder so. Und gucken, ob einer eingreift. Lass mich doch mal was machen hier, Eddie. Quatsch, Ray. Gibt ja noch Action in dieser Episode. Ist ja wohl nicht möglich. Wird hier voll verwöhnt. Greift er ein? Tja, tatsächlich. Aber mich würde einfach interessieren. Die Q ist ja an, ne? Wenn ich jetzt auf einen einhaue, ob ich denn raus bin oder ob das ganze Match verloren ist. Oh, meine Batterien. Neigt sich dem Ende zu. Muss ich die Q anmachen? Always on, ja. Die Q ist on. Mal gesehen, ob es klappt. Oder das Match dann irgendwie. Ja, ich fahr mal gucken. Die Q soll bitte an sein. Hm? Frail as I am. Boah, ich will auch bloß. Match ändern. Das sind keine Season Match. Skip World Multiplayer Season. Das ist ja alles. Nur Season Modifiers im Allgemeinen. Nein, ich will Match-Arten ändern. Oder? Haben wir hier was? Entry Modifiers. Nein, gibt alles nicht. Dun, 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 dun. War da jetzt die Kür aus? Ich hab's nicht gesehen. Mann. Oder geht Always On? Nicht immer. Na! Also die Q ist aus. Ja, wer ist disqualifiziert oder was? Oder spielt überhaupt keine Rolle? Schiri!
Er disqualifiziert mich nicht. Deswegen ist die Disqualifikation aus. Bei Championship-Matches immer. Weil es gar nicht anders geht. Ne, ich bin raus. Nö. Doch, tatsächlich, ich bin raus. Als Battle Royale doch an. Aber die Gegner gehen doch trotzdem aufeinander. Was ist das für ein Scheiß? Beim Pin. Also es geht doch, also ich bin raus. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Gute Frage, ne? Haben wir hier noch Schönes? False Count Anywhere noch an. Ich glaube, dann soll es ein bisschen einfacher sein. Ja, das mache ich. Aber die Q mal hier aus. Die Q aus. Wir machen Tape. Wir machen TLC-Match. Ne, warte mal. Wir machen Hardcore-Match draus. Machen wir ein Hardcore-Match. Wie kein Hardcore-Match. Glaube ich nicht. Oh ne, pass auf. Wir machen Only Knockout Match. Only Knockout. Das wird cool. Das wird cool. Knockout an. Das machen wir. KOs an. Und Never on. Ich habe Angst, dass nach dem Pay-Per-View das gespeichert wird. Und das wäre doof. So, Never on Match Rules, hier haben wir den Scheiß. Never on. Never on soll Pin sein. Ja. Pin. Was? Geht der Scheiß schon wieder nicht? Warum soll das nicht gehen? An kann ich es auch ständig machen. Anywhere Falls mal erstmal auf jeden Fall an. Und? Never on Match Rules. KO, Ring, Out, Rope Break, Table Submission. Submission ist hier. Pinfalls. Kann man Pinfalls nicht ausmachen? Never Pinfalls, jawoll! So lobe ich mir das. Never Pinfalls. Noch konvertieren oder was? Oder was haben wir hier Schönes? Nee, hier muss ich die Controllers einstellen für jeden einzelnen. Und der war. Never been for. So, mal gucken. Ich hoffe, das ist Pal. So. Ja, ist Paar, glaube ich. Input Game Shark 2. Game Shark 2 Version 3. Muss das sein? Oder machen wir Code Breaker 2? Ja, Game Shark Mad Court Cuts Version 3. Annehmen Cheat. So. Also, das haben wir jetzt aus. Also,
Pin aus. K.O. an. Anywhere. Battle Royal. Und Submission will ich noch aushauen. Never on, Submission, da haben wir das. Aber hoffentlich spielt das alles gut zusammen. So, probieren wir es. Probieren wir es. Sa. Ob ich pinnen kann oder ob der Schiri pinnt oder nicht. Knockout ist ja an, ne? Und da ich habe ja Pin voll aus, dann ist ja Dings eigentlich auch total egal. Give up ist eigentlich aus. Mal gucken. Mal gucken. Achso, Submission kann nicht funktionieren. Okay, das ist klar. Ich habe falschen Code. Da gehe ich gleich nochmal durch alles. So, mal gucken. Die Schiri zählt. Schiri! Du hast zählt! Soll denn der Scheiß? Hä? Ja, dann machen wir False Count Anywhere oder so. Ja, machen wir so. False Count Anywhere halt. Dann bleibt dabei. Und K.O. mache ich aus wieder. So, machen wir das. Den Stress nicht mehr. So. Ich glaube, ich belasse es beim Fatal 4-Way Match, sonst lagst du sehr. So. Und ich glaube, das soll es auch wirklich gewesen sein. Reicht jetzt für diese Special-Ausgabe. Wir sehen uns dann demnächst. Haut rein.